Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft City. Ihr seht schon, hier ist eine kleine Plantage entstanden. Und die möchte ich jetzt alles automatisieren. Also, was schon automatisiert ist, sind die Planter. Die sind schon so eingestellt, dass die aus dem ME die jeweiligen Plant-Seeds oder was auch immer hier dann angepflanzt wird, rauszieht. Und hier anpflanzt. Hier hinten habe ich schon einen Harvester platziert. Der bei dem Harvester wird von hinten per einem Konduit das Zeug abgesaugt. Dann geht das hier lang in die Kiste hier. Und die Kiste ist mit einem Importbus am ME angeschlossen. Das heißt, was hier reinkommt, wird ins ME gesaugt. So, dann haben wir hier noch Energy Conduits dran, die werden auch hier versorgt, das heißt Strom haben wir auch. Es ist eigentlich alles dran an dem hier, da hinten fehlt noch einer, da wird man auch noch einen Harvester platzieren und dann soll hier, Moment, hier soll noch ein Sludge Spoiler rein, damit wir auch was von den Items haben. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Es wird hier alles wie bekannt ausgekleidet. Das passt ja dann. So, dann haben wir hier noch einmal Luft. Soweit alles klar? Ich denke schon. Dann machen wir uns jetzt mal dran. Die Energieleitung, also der Sludge-Spoiler wird hier stehen. Wir müssen jetzt die ganzen Leitungen mal hier herholen. Das wäre zum einen die Fluidux. Und ein Energy Conduit. Außerdem fällt mir gerade ein, muss ich da ja auch ein Item Conduit dran machen, damit die Items, die der Sludge Spoiler generiert, auch wieder hier rauskommen. Also haben wir hier auch so einen fetten dreistrangigen Versorgungsarm. Da habe ich noch vergessen, den Boden auszuheben. So, das ist soweit, glaube ich, konform. Es müsste funktionieren, hoffe ich mal. Ich habe eigentlich noch nie wirklich mit den Item Conduits gearbeitet. Und auch nicht mit den Fluid Conduits und auch nicht, doch Energy Conduits hat man schon. Aber trotzdem. Wir brauchen erst noch eine Inverted Lamp. Wobei wir da auch eine grüne nehmen könnten. Das taucht das vielleicht so ein bisschen in so ein anderes Licht. So. Dann brauchen wir Diorit. Wie immer. Ein bisschen Andesit. Und mehr weiß ich gerade noch nicht. Nur eins zu wenig, gibt's ja nicht. Und da auch eins. Ah, da haben wir noch. Nee, Quatsch, Diorit brauchen wir noch einen. Jetzt haben wir gar keine mehr. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich allen Diorit, den ich gechiselt habe, auch wieder verbraucht habe. So.
Nein, nicht da. Okay, dann haben wir hier noch Factory-Blöcke. Jo. Und da chiseln wir das hier. Das hier und was nehmen wir denn da noch? Das soll ein bisschen speziell aussehen. Ah, das tut's auch. Okay. Wir brauchen eben noch einen Harvester. Harvester. Schere haben wir, glaube ich, keine. Dann ein Machine Frame. Ja, schön wäre es gewesen. Gold Gears. Gehen die auch mit einem Eisen in der Mitte? Sieht nicht so aus. Zwei Gold Gears brauchen wir. Dann Inver-Axt brauchen wir. Zwei Stück. Dann brauchen wir dafür noch eins. So, Harvester müsste noch nicht gehen, weil ich ja hier was vergessen habe. Ein Machine Frame. So, jetzt aber. Harvester ist da. So, und irgendwie kann ich den jetzt umdrehen. Habe ich schon gedacht. Habe ich falsch gedacht, ha? Machen wir das so. Graben uns hier kurz durch. So. Er soll hier gar nichts machen. Der soll nur extracten. Der hier extracted. So, der hat jetzt hier. Ich komme da nicht ran. Wie komme ich denn jetzt da am besten dran, dass ich euch das zeigen kann? Also hier sehen wir auf jeden Fall schon mal. Warte mal. Fluid Conduit, da irgendwo, da unten ist schon was drin im Fluid Conduit und hier läuft auch irgendwas raus. Es passt also. Zack, zack, zack. Okay, das können wir abbauen. Ah, hinten können wir noch das Loch stopfen. Gut. Jetzt gucken wir gerade mal. Jetzt brauchen wir. Lass mich kurz überlegen. Brauchen wir die Painting Machine und zwar Fassade. Jetzt muss ich kurz gucken. Braucht ein Diorit, zwei Diorit, ne, zwei Andesit und mehrere Andesit und was habe ich gesagt? Zwei Andesit und vier Diorit braucht man noch. Ich hoffe mal, dass das alles so weit weg steht von dem Sludge-Spoiler. 3, 4. Dass ich da keine Vergiftung kriege. Davon. Okay. So, einmal hier dran.
So. Eieiei. Gehe ich unfreiwillig schwimmen. So, und den hier da dran. Wenn es jetzt noch sein muss, machen wir das einfach so. So. Jod. Der hat natürlich noch kein Upgrade. Da brauchen wir noch ein Upgrade. Upgrade. Und ich habe mir gedacht, wir gönnen uns mal was und machen hier zwei Emerald-Upgrade. Und jetzt müsste der hier gleich voll abgehen. Sollte er zumindest. Tut er aber nicht. Es kann sein, dass eben das an dem Sludge liegt. Sludge. Sludge-Spoiler. Ah, fehlen ein paar Öfen. Dann fehlt natürlich wieder. Ah, mach ich zu langsam. Ein Tin Gear. Zwei. Ein Iron Gear. Ja, jetzt geht's schon. Jetzt geht's los. Zack. Und er pflanzt auch direkt wieder neu. Ist ja der Sinn der Sache. Also wenn das alles funktioniert, dann werden nämlich die Planter automatisch vom... automatisch gefüllt. Oh. Und dann haben wir da einfach genug Farben, weil da deshalb mache ich das eigentlich. Was wollte ich jetzt machen? Sludge-Geboiler. Davon brauchen wir noch einen. Und dann habe ich, glaube ich, alles beisammen. Nee, natürlich mal wieder nicht. Machine Frame fehlt. So, jetzt. Jetzt aber. Warum kann ich den nicht platzieren? Jetzt. Sludge-Gebäude? Krieg kein Sludge. Machen wir hier mal sowas ran. Warum kriegt er jetzt kein Sludge? Das kann natürlich sein. Erstes Fluid-Konduit hier, das so weit voll sein muss, dass es hier oben ankommt. Und das, was ich befürchtet habe, passiert jetzt leider auch. Der baut noch irgendwas anderes ab von draußen. Das habe ich mir schon fast gedacht, weil da gibt es einen Baum. Der steht da ziemlich nah dran. Und die Upgrades sind eben so groß, dass der die mitnimmt. Aber das ist jetzt gar nicht so wild. Ja, dem Bäumchen geben wir da wieder die Krone zurück. Aber der Rest der Bäume sollte eigentlich sicher sein. So, das schmeißen wir mal alles fort, das brauchen wir nämlich nicht. So. Dann können wir auch hier mal die
Enderperlen abbauen. Weil die können wir jetzt auch darunter platzieren. Dann haben wir eine automatische Enderperlenfarm. Macht vielleicht viel mehr Sinn. Weil durch die ganzen Ender-IO-Geschichten brauchen wir ziemlich viel Enderperlen. So, jetzt lass mal gucken, ob der Sludge-Spider inzwischen Sludge hat. Immer noch nicht. Ich hoffe mal, das ist nicht ganz so arg Gravity-lästig. Lastig. Ach, da fehlt noch ein. Oh, Leute, Leute, Leute. Wisst ihr, was noch fehlt? Was ich hier überall noch reinmachen muss? Das ist richtig, das sind die Planter. Jetzt trotzdem hier mal ein paar Enderperlen drauf. Da hinten können natürlich überall in der Mitte noch Planter drunter, die alles platzieren müssen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob der Sludge-Spoiler schon irgendwas macht. Wie sieht es denn hier aus? Also Sludge ist auf jeden Fall empty. Ja, das ist schon mal positiv anzumerken. Und der Rest müssen wir einfach die Tage mal gucken, ob der produziert. Oh, scheiße. Da haben wir noch was vergessen. Also der hat hier ein Fluid Conduit, hat was drin. Aber extracted der hier auch. So, welchen haben wir hier denn jetzt? Welcher bist denn du? Warum steht es da nicht dran? Das ist Energy. Das war, glaube ich, Item. Und das ist Insert. Es kann natürlich sein, dass es hier... da steht auch irgendwas dran von Gravity. Dass der eben erst ein gewisses Level braucht, bis er voll ist. Und dann produziert er. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Oh, meine Schüssel darf ich nicht wegwerfen. Und das werde ich spätestens in der nächsten Folge dann sehen, ob der produziert oder nicht. Bis dahin, warte mal, ich habe noch was falsch eingestellt. Fällt mir gerade ein. Nee, Quatsch, der ist richtig. Energy. Nein, disabled. Welcher ist denn das? Das hier ist Item. Der muss extrakten. Fluid ist Insert und der hier ist Insert Strom. Okay. Also ich bin der Meinung, es stimmt so. Wir werden jetzt einfach mal abwarten und dann sehen wir das ja. Hier kommen eben noch weitere Plantagen hin. Ja. Und dann ist hier unten mein kleines Labor mit Pflanzen und Pflänzchen fertig. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.